Oh shit, Leute, das Verschenksystem ist auf jeden Fall da und ich werde euch ganz genau zeigen, wie das funktioniert. Aber davor würde ich sagen, Leute, gebt gerne meinen Creator-Code ein, und zwar FRPZ-YT. By the way, oftmals macht ihr einen Fehler, wenn ihr das Ganze hier aus der Vorauswahl nimmt, dann einfach bestätigt, dann kommt immer so ein Fehler, Creator nicht gefunden. Das Ganze passiert, weil hier dann so ein Leerzeichen ist, das müsst ihr mal entfernen und danach könnt ihr das Ganze in Ruhe bestätigen und habt den Creator-Code eingegeben. By the way, was ihr auch noch wissen solltet ist, Leute, dass ihr natürlich hingehen könnt und das Ganze auch hier bei dieser Verschenkfunktion nutzen können. Ist auf jeden Fall alles mega cool gestalten. Das heißt, falls irgendjemandem was schenkt, könnt ihr auch meinen Code eingeben und alle 14 Tage müsst ihr das Ganze aktualisieren. Außerdem habe ich derzeit ein Gewinnspiel am Start. Da könnt ihr 100 mal 10 Euro Guthabenkarten gewinnen für V-Bucks. Das ist perfekt, denn Leute, demnächst fängt ja die neue Season an und zwar in 8 Tagen. Das Gewinnspiel endet in 3 Tagen. Das heißt, 5 Tage später könnt ihr dann, sofern ihr natürlich gewinnt, den Code direkt für einen neuen Battle Pass einlösen. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. By the way, ich habe ja noch nicht gesagt, wie das Gewinnspiel funktioniert. Abonnent sein und #Fraps450k kommentieren. So einfach, Leute. Und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, starten wir mit dem Video. Let's go. So, Leute, jetzt werde ich euch mal ganz kurz und knackig zeigen, wie das Schenken einfach aussieht, wenn ich das irgendeinem Kollegen schicke oder sonst was. Auf jeden Fall suche ich mir jetzt hier was nicht so Teures aus, deswegen nehme ich jetzt hier diesen Emote hier, Fußfinesse, Leute, kostet 500 V-Bucks. Ihr könnt natürlich auswählen, was ihr wollt. Sowas wie die Battle Pass Stufen gehen nicht, damit ihr Bescheid wisst, Leute. Und da würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal einfach ein paar Leute aus, denen wir das Ganze hier schicken. Man kann am Tag immer 3 Stück versenden. Das heißt, alle 24 Stunden kann man 3 Stück an Kollegen senden. So, was haben wir denn hier? Ich weiß, dass auf jeden Fall Gurke diesen Emote besitzt. Ich würde sagen, was haben wir denn hier alles? Ja, komm, Ehrenmann, er ist Ehrenmann. Bruder, grüße gehen raus, echt stabiler Abonnent, deswegen, ja, okay, also, okay. Ihr nehmt erstmal den Emote oder sonst was, was ihr halt verschenken wollt, macht einen Haken rein, drückt dann auf Fortfahren, kommt jetzt hierher und könnt erstmal die Geschenkverpackung auswählen. Das seht ihr gerade hier selber im Hintergrund. By the way, man kann nicht oft links-rechts machen, da müsst ihr einmal nach oben gehen, danach könnt ihr das Ganze umändern. Jetzt wählt ihr die Geschenkverpackung aus, dann könnt ihr wieder nach unten gehen und könnt dann halt hier etwas reinschreiben. Dann könnt ihr beispielsweise schreiben, viel Spaß, so, zack, und könnt es dann durch Viereck senden. Jedes Mal, wenn ihr es sendet, Leute, müsst ihr bedenken, dass ihr diese Sachen nicht rückerstatten könnt. Das heißt, wenn ihr es verschenkt habt, dann ist es verschenkt worden. Ihr seht links oben, geschafft, alle Geschenke wurden erfolgreich abgeliefert. So einfach funktioniert das Ganze. Ihr könnt, wie ich bereits schon sagte, alles verschicken, scheißegal was es ist, und jetzt ärgere ich einfach jemanden und schenke ihm diese hässliche Spitzhacke. Einfach so, um ihn einfach ein bisschen zu trollen. Ja, komm, dem Noah können wir das Ganze mal schicken. Aber da schreiben wir einen netten Text noch dazu. Komm, Lappen, so. Könnt ihr auch ein bisschen eure Kollegen ärgern. Und dann schenken wir ihm das Ganze jetzt hier mal. Oh. Boah! Alter! Noah besitzt dieses Item bereits. Digga! Bruder, muss los, Alter. Wer kauft sich so eine hässliche Spitzhacke, Mann? What the fuck? Naja, ihr habt gesehen, Leute. Wenn jemand das besitzt, dann kann man ihm das Ganze nicht schicken. Also kurz zusammengefasst, ihr könnt den Empfänger bestimmen. Ihr könnt halt nur 3 Geschenke am Tag verschicken. Könnt dann hier jemanden auswählen, drückt auf Fortfahren, schreibt hier was rein, wählt halt die Verpackung aus und dann schickt ihr das Ganze einfach ab. Ich werde euch nochmal ganz kurz die Sicht zeigen, wie das aussieht, wenn man ein Geschenk bekommt. Und dazu würde ich sagen, eine Sekunde, Leute. So, Leute, jetzt wird mir BeastNoah auf jeden Fall ein Geschenk zukommen lassen. Bin auf jeden Fall gespannt, was ich erhalten werde. Ich besitze ja hier schon die ein oder anderen Sachen. Und dann werden wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen, was das für eine Ansicht ist, wenn ich das Geschenk erhalte. Deswegen würde ich sagen, wir lehnen uns einfach ein bisschen zurück und warten ganz kurz. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben erfahren, dass BeastNoah leider miese Zeiten hat. Er konnte leider kein Geschenk schicken. Jetzt bekommen wir das Ganze vom Emre. Aber wir schauen mal, wie das Ganze ausschaut. Bin ich mal gespannt. Okay, es sollte jetzt eigentlich kommen. Hallo? Weiß halt leider nicht, wie lange immer so ein Geschenk dauert, bis es ankommt, wenn es jemand verschickt hat. Laut Emre wurde es bereits verschickt, deswegen bin ich gespannt. Also, es dauert noch. Es dauert wohl noch. Was ist denn das, Digga? Oh. Ehrenmann! Du wurdest beschenkt von Emre Escobar. Ne, Emre Escobar. Brudermann, was ist das für ein Name, Digga? Aber auf jeden Fall sehen wir, dass er mir eine Nachricht hinzugefügt hat. Hoffentlich gefällt dir das, yo. Emre Escobar. Ehrenmann. Öffnen. Emre Escobar hat dir ein Geschenk geschickt, bla bla bla. Die Tattoo-Hacke.
Ehrenmann. Geile Sache, Leute. No joke. Real talk. Geile Sache. Ich schenke ihm das am besten direkt mal wieder zurück. Machen wir kein Auge auf ihn. Also, Lappen. Zack. So. Und geht es? Zack. Und ich habe ihm auch das Ganze zurückgeschickt. Geben und nehmen. Vergiss nicht, Leute. Auf jeden Fall wird diese Funktion nicht lange im Spiel sein. By the way, bedenkt auch natürlich, dass ihr eure Kollegen nur beschenken könnt, sofern ihr 14 Tage befreundet seid. Das heißt für euch, ihr müsst 14 Tage Freunde auf Epic Games sein, nicht auf PlayStation, auf Epic Games, Leute. Dann könnt ihr das Ganze halt auch durchführen. Das soll es aber hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann aber jetzt raus. Haut rein, gerne mit dem Flow. Euer Fraps.